So, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Ich bin schon aus diesem wunderschönen Haus hier rausgelaufen, einfach weil ich die Skills dazu habe. Und ich wollte jetzt direkt gucken, wo es denn weitergeht mit der Kampagne. Es ist die Kampagnenmission. Da gehen wir doch dann auch direkt hin und ich freue mich schon. Ist jetzt der dritte Part und da müssen wir rein. Gib ihm etwas Morphium und schalt das Scheißradio ab! Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug! Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du mich verhältst. Okay. Versprochen. So. Oh Gott, jetzt habe ich vergessen zu lesen. Ja gut, sowas kann passieren. Und wir müssen da runter zur Hauptmission. Dahinter zur Hauptmission. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich eher fahren. Nein, eine Seilrutsche, oh wie geil. Oder? Nee. Hier steht aber Quest. Springe mit um dich an der Seilrutsche. Okay. Oh shit! Nein, nein! Reggie und Yogi brauchen einen Versuchskaninchen. Wäre Aufgaben, okay. Ich meine, das war ein Fail. Das hätte ich ja nicht wissen können. Ich dachte, ich muss nochmal Leertaste drücken, um mich dann festzuhalten, statt einfach nur dran zu springen. Und dann habe ich halt nochmal Leertaste gedrückt und dann war das aber loslassen, statt festhalten. Ja gut, das hätte ich ja nicht wissen können. Ich bin auch kein Magier. Wäre aber gerne einer. Okay. Propaganda-Maschine. Habe ich das richtig gelesen? Ich glaube schon. So, diesmal machen wir es auf den ersten Ansatz richtig, weil wir die Skills dazu haben. Und pam. Ey, das ist geil. Können wir dabei auch schießen? Das irgendwie sieht es nach gefährlicher Landung aus. Nein, die Landung funktioniert scheinbar easy. War da noch was zum Looten? Nein. Dann ab auf diesen Tracker. Quad meine ich natürlich, Entschuldigung. Ja, das ist ein bisschen ein Bus. Was ist denn hier? Da vorne gibt es was zu looten. Hier ist doch gar nichts. Ah, aber eine Pflanze. Ich weiß jetzt nicht, was die Pflanze macht, aber wir können ja mal herausfinden. Meine Beutetasche ist voll und wie leer. Warte mal. Ah, das hat mir doch vorhin. Wie komme ich da nochmal rein? Mit irgendeiner Taste. Ah, Mist. Linus, du Vergesslicher. Keine Autos treten. Das ist zum Autos reparieren, aber das... Löcher in Reifen brennen will ich jetzt auch nicht so unbedingt. Ich würde gern T ist Stein werfen, das wissen wir mittlerweile. Mann, Linus, vergesst doch nicht immer alles. Jetzt ernsthaft? Habe ich das schon wieder vergessen? Karte, ich Depp. Herstellung, wir können uns nämlich direkt was craften. Trage eine Seitenwaffe und eine beliebige andere Waffe. Und dann haben wir nicht mehr genug Fälle. Schade. Und wir können schon die ersten Fähigkeiten machen. Fahrzeuge halten mehr Schaden aus, bevor sie repariert werden müssen. Ziele und schieße mit einer Seitenwaffe, während du eine Leiche bewegst. Du erleidest weniger Schaden durch Feuer und Explosionen. Du bist erfahren genug, doppelt so viel Blätter von einer Pflanze zu sammeln, die du aberntest. Die Geschwindigkeit, mit der du Dinge reparierst, wird deutlich erhöht. Die Kamera zeigt nur... Nun sammelbare Objekte an und erlaubt es, sie mit einem Wegpunkt zu versehen. Und du hast einen zusätzlichen Gesundheitsfeld, damit hast du 3 insgesamt. Das ist, glaube ich, das Beste am Anfang. Vor allem, wie ihr gemerkt habt, dass ich die letzte Runde und diese Runde, ich bin ja schon mal gestorben, sagen wir es mal so. Und
das soll ja nicht so bleiben. Deswegen lieber sowas als für irgendwas Sinnvolles was ausgeben. Und unten links sehen wir übrigens unser Leben. Das habe ich ja noch gar nicht geblickt gehabt am Anfang. So richtig. Oh, und Sachen können wir kaputt fahren. Wie auch geil. Hier ist noch eine Pflanze zum Abernten. Muss ich jetzt die ganze Zeit absteigen nur für die Pflanzen? Manu. Grünes Blatt. Die bringen mir bestimmt was, die Pflanzen. So wie es aussieht, muss ich hier hochklettern. Kann man da auch hochfahren? Ne, sieht nicht danach aus. Ach, wie cool. Und den noch looten. Das war mal ein geiles Ding. Was kann das jetzt? Hm, hier kann scheinbar nichts. Aber ich hab's. Geht mal ernsthaft, was kann das Ding? Ah. Das ist cool. Und jetzt muss ich den wahrscheinlich wieder lösen, oder? Nee, muss ich nicht. Habe ich da jetzt unendlich viele von. Das ist ja eine coole Sache. Aber mit der Kamera sieht man auch nichts durch Wände, okay. Oh, das ist aber ein krasser Sprung. Soll ich den wirklich wagen? Boah, leck, war das knapp. Oh, shit. Der gibt einfach alles, um da hochzukommen. Na gut, jetzt komme ich hier nicht mehr weiter, oder wie? Ah, wie cool. Fuck. Ah, jetzt sehe ich's, jetzt sehe ich's, jetzt sehe ich's. Okay, das ist cool gemacht. Mit Kletterhaken. Geile Sache. Ah, ich glaube, der ist jetzt nur zum, Und jetzt. Und. Jump. Ach, müssen wir da lösen? Ach, wir müssen uns da wahrscheinlich lösen von. Hör. Ach. Das ist cool. Das ist richtig cool gemacht. Okay, so funktioniert das schon mal. Wir lernen immer mehr dazu und wir haben eine Pistole. Dann kämpfen wir mal lieber mit Pistole, ist wahrscheinlich einfacher als mit so einem Bogen. Okay, jetzt wird es langsam krass. Ohoho. Oh shit. Ey, das finde ich richtig geil. Ich sollte vielleicht dafür erstmal den Bogen benutzen. Ich glaube, ein Bogen ist halt Stealthy und so eine Pistole halt nicht. Glockentürme. Erreiche die Spitze des Glockenturms, um Pagnas Minz-Propagandasignal zu stören. Befreie Türme, um den Nebel auf der Karte zu lichten. So erhältst du Zugang zu kostenlosen Waffen und schaltest neue Aufgaben frei. Das ist cool. So. Ist sie noch hier? Ja. Komm schon. Hier muss doch noch mehr geben. Zack. Ja, clever. Ja, und jetzt? What the fuck? Das wollte ich jetzt nicht. Ah, das, ja, wie hätte ich denn das sehen sollen? Und jetzt, da. Gut, Linus, du hast die Skills. Das wird noch, im Laufe der Zeit schaffe ich das.
So, jetzt. Und wieder Skills rausholen. Und wieder Skills. Okay, die Pfeile markieren Sachen, die Dinger markieren Sachen zum Langklettern, lang hochding. Mann! Halt zum. Ah! Ich mein, warum irgendwas hacken oder so, wenn man einfach so machen kann? Ort entdeckt. Haus des alten Ishas. Ort entdeckt. Kiras Zuflucht. Ort entdeckt. Cool. Wir haben schon das erste Gebiet freigeschaltet. Und krass, echt der Hammer. So, die Frage ist, wo geht's jetzt hin? Hier, das ist dann die Hauptmission, sehe ich das richtig? Unbekannter Ort, entdecke diesen einzigen Ort, du hältst XP, aha. Cool. Und ich habe einen neuen Punkt. Cool. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Ich mache aber mal das da. Weil, dann kann ich auf der sicher auf der Karte sammelbare Objekte. Ja gut, welche meinen die denn? Waffennest. Die Karte ist nicht so HD, muss man schon sagen. Die Frage ist, wo wir hin wollen. Sammeltagebucheinträge. Ach cool. Was man alles machen kann. Okay, cool. Mission beendet. Und ich habe gerade eine kostenlose Waffe erhalten. So, hier ist noch was zum Looten. Erstmal alles looten, bevor wir hier wieder runtergehen. Und YOLO! Da sollte Nachschub sein. Ja, das habe ich richtig gesehen. Der goldene Pfad benötigt Vorräte. Sammle die Vorräte an den angegebenen Fundstellen und bringe sie zu den Leuten, die sie dringend brauchen. Halten zum AK. Wind, bist du das? Aktivieren. Hier ist niemand, der so heißt. Verdammt, er ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ Gale? Ein Moment. AJ, genau, ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfzone. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichern. Was ist in den Paketen? Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. Tollwütige Hunde! Oh lol. Ey, nicht cool von euch. Ey, wie viel Leben einfach die Viecher haben. Beutetasche voll. Schon wieder. Dann gehen wir doch einfach mal erstmal die Pistole aus. Das ist deutlich friedlicher. Herstellung. Können scheinbar nichts herstellen. Aber wir können auf... Hier, wo ist denn das? Diese Beutetasche. Wir bräuchten unbedingt mehr davon. Und zwar sammel... Samba-Fell. Keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Und ich sehe schon, hier gibt es ziemlich viel zu freischalten. Beutetasche. Hier. Und wie... Was bringt das Ablegen denn so genau? Empfohlene Nutzung verkaufen. Und wo... Ich hätte gerne auf jeden Fall den Wagen, weil der sieht mal cooler aus als meiner. Und dann falle ich vielleicht nicht so auf. Unter den ganzen Leuten da oben. Und ja, ich habe beschlossen, bei Far Cry 4 längere Parts zu machen, als ich gewöhnlich mache. Weil einfach man merkt, dass das Spiel ist komplexer und man kann weniger tun in der kurzen Zeit. Und deswegen mache ich lieber so lange Parts. Da kann man mehr erledigen, statt einfach nur dann so einen kurzen Part zu haben, wo man gar nichts auf die Reihe bekommt. Ist ja auch langweilig.
Halten zum Haken runterlassen. Okay, und wie komme ich da jetzt runter? Ah, stimmt, rechtsklick. So. Und dann C zum Lösen. Was brauchen wir denn, braucht ihr denn hier als Nachschub? Ich hab das erste Paket. Ah, und jetzt müssen wir noch zum zweiten Ort. Okay. Verständlich. Ja, wenn das so geht, ist ja easy. Easy going. Das sollten wir schaffen. Ach Gott. Da hinten. Voll der umständliche Weg. Hätte ich ja gleich da hochgehen können. Und ich hätte auch die Seilrutsche nach unten nehmen können. Das wäre vielleicht auch einfacher geworden. Aber ich meine, warum alles immer auf die einfache Tour machen? Das ist ja langweilig. Die sind nämlich außergewöhnlich. Wir machen das nicht. So, und jetzt müssen wir bis dahinter sprinten. Und wir sprinten einfach, weil wir es können. Was zum Ficken ist es doch? Ein Adler? Ernsthaft jetzt, Leute? Ein Adler greift an? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Es ist nur ein Adler. Was will der euch schon tun? Ihr habt Gewehre. What the fuck? Und da steht auch direkt ein Quad, das finde ich super, weil dann müssen wir nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Und. Was zum Fick? Ey, der hat gerade so viele Kanonen, Kugelschüsse ausgehalten. Sind die auf Crack oder so? Alles klar, ich habe alle. Fantastisch. Beeil dich bitte und liefere sie an diesen Ort. Vielen Dank. Okay, mach ich. Schnell heißt ja wohl auf den einfachsten Weg. Bam. Das war definitiv der einfachste Weg. Okay, schnell heißt schnell. Gott, wie soll ich da hinkommen? Da, wir sind ja direkt da. Oh, fuck, 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 fuck. Warum machen wir es uns eigentlich immer so umständlich? Wow. Was zum Fick? Lass mal heilen. Hier habe ich deine Vorräte. Danke, AJ. Ich sorge dafür, dass sie verteilt werden. Leg sie einfach bei der Tür ab. Also darf ich nicht rein? Wir bereiten hier eine geheime Operation vor. Tut mir leid. Befehl ist Befehl. Ich darf niemanden reinlassen. Okay. Aber schön, dass wir geredet haben. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ciao.